Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest! Und wir befinden uns im Links zu Hause. Oder aka war nicht zu Hause. Und hepp! Übrigens habe ich das schon gezeigt, dass das ein riesen Spoiler ist, wie es eigentlich funktioniert, wie der zweite Dungeon Boss aussieht. Oder so in der Art. Jedenfalls, wieso befinden wir uns hier? Der magische Teleport-Trick. Oder mit anderen Worten, wenn du irgendwo außerhalb eines Dungeons oder der Zitadelle der Zeit oder dem Kokiri-Wald speicherst, landest du entweder in der Zitadelle der Zeit, am Anfang eines Dungeons, oder hier. Hängt davon ab, wo du gerade bist. Was Salia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten. Ja. Was würdest du wohl sagen, ne? Das ist schon ein kleiner Hinweis von Navi. Was sollen wir tun? Salia besuchen. Alles klar. Dafür müssen wir erst das Rätsel des Waldes lösen. Ich stelle mich schon mal hier hin, weil die Musik am schönsten ist. Also, worum geht's? Ganz einfach. Drei der Ausgänge sind immer Nieten. Einer davon ist immer richtig. Wie finden wir raus, welcher das richtig ist, obwohl wir keine Karte haben? Ganz einfach. Hier kommen wir her. Hört mal auf die Musik. Vielleicht fällt euch was auf. Na, wisst ihr die Rätselslösung? Garantiert. Wir müssen einfach der Musik nachlaufen. Ich bin nicht da. Sterb! Geh weg! Er will nicht sterben. Willkommen, ich hab dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Vani. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Mach einfach, dass du wegkommst. Was hältst du davon? Übrigens, das ist die Abkürzung nach Boronia, falls ihr auch nochmal fragt. Das ist die Abkürzung an den Hyliasee. Also, der heilige Wald, den kann man schon ziemlich gut als Abkürzung benutzen. Für alles Mögliche. Es wäre sehr praktisch gewesen, wäre, hätte ich den Weg laut aufgesagt. Aus ganz bestimmten Gründen. Komm her. Ich wusste, dass du da bist. Zwei Wege, den Wolf zu besiegen. Nummer 1, lass ihn zuhauen. Werd getroffen. Sprungangriff. Rache. Nee, weich seinen Angriffen aus, indem du nicht so doof bist wie ich. Oder bleib auf Distanz, pack deine Schleuder aus und warte. Also ich glaube, den konnte man auch mit Deku-Kern besiegen. Probieren wir es mal aus. Komm her. Also gibt es tatsächlich drei. Entweder wir lassen ihn angreifen, paralysieren ihn mit Deku-Nüsse und greifen ihn dann an. Oder wir bleiben auf Distanz und greifen ihn mit der Schleuder an. So. Für diesen Teil werde ich jetzt nochmal mein Deku-Schild rauskramen. Denn ich habe das Gefühl, das werden wir hier brauchen. Wobei, das Schild habe ich sowieso nur für den Todesberg ausgerüstet. Das hier ist jetzt ein Labyrinth. Mehr oder minder ein Labyrinth, denn wir sehen ja den Weg schon fast. Also man sieht den Weg, wo man lang soll. Dank Karte. Hallo Karte. Bestimmt sagt die Karte auch Hallo Vanikas. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du mich benutzt. Übrigens, die Teile zu besiegen hat auch mal zwei Methoden. Es funktioniert auch ohne Schild. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber
Ich möchte euch dennoch einige Methoden zeigen. Wenn es mehrere Methoden gibt, einen Gegner gegen ihn zu wirken, das ist die einfachste. Also braucht man dafür gerade mal 2 Nüsse. Und er ist tot. Sieht wie die einfache Methode aus. Ist sie auch. So, jetzt sind wir in der Walddichtung. Und ich trinke einen Schluck. Eistee-Pfirsich. Oh, ich liebe ihn. Ich habe auf dich gewartet, Vani. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, so kannst du den Geistern des Waldes sprechen. Mit den Geistern natürlich. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Aber natürlich. Versuch die mir die Spiele nachzuspielen. Bist du bereit? Ich könnte wetten, Link hat das anders interpretiert. Spiele geschwind Salias Lied. Ich meine, es ist dunkel, sie sind alleine. Nur die zwei Feen gucken zu. Manchmal wird die Seraphie weiblich, auch unsere Rosa ist halbwegs zwischen Kirby. Wie wunderschön. Das heißt übrigens wunderbar. Du darfst dieses Wort... Lied! Dieses Wort wunderbar darf man auch nie vergessen. Denk dran. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Das ist ein Angebot. Nutzt es nicht. Ja, die Fee ist rosa, kann bestimmt Kirby heißen. Das Salias Lied erlernt. Ich habe übrigens keine Ahnung, was Salias Lied für einen richtigen Sinn hat. So, probieren wir es mal aus. Ich glaube, sie gibt die Hinweise, wie man weiterkommt. Willst du mit Salia sprechen? Jo. Hallo Vani, ich bin es Salia, hörst du mich? Ich unterhalte mich gern auf telepathische Weise mit dir. Doch jetzt würde ich dich lieber persönlich sprechen. Willst du nochmal mit ihr reden? Nein. Ja, das hat sie jetzt nur gesagt, weil wir zu nah dran waren. Aber ich glaube, Ah Gott, scheiß Räuspern. Kurzen Moment. Sie könnte auch sowas sagen. Sie gibt eigentlich Hinweise. Eigentlich, ne? Wisst ihr Bescheid? Ist das Loch oder schon, ja? Ein Feenbrunnen. Ja. Hi. Ich sehe einfach alle Kirby. Ne, nach Anzahl gebe ich den Namen Kirby 1, Kirby 2, Kirby 3, Kirby 4, Kirby 5, Kirby 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalalala. Nee. Im Grunde, wenn man mal nicht weiter weiß oder jetzt schon länger nicht mehr gespielt hat und sich nicht gemerkt und sich nicht irgendwo aufnotiert hat oder sich super toll merken kann, wo man gerade ist und was man gerade machen sollte, kann man Salias Lied spielen und somit erfahren, wo man hin soll. Das ist äußerst praktisch. Vani, soll ich deine Pokémon heilen? Drücke A! Hat dir Salia ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass die anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Wisst ihr was? Ich speichere den Scheiß. Bitteschön. Nein. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, indem du sie häufig brauchst. Er hat im Grunde jetzt quasi nur erklärt, wenn nichts Wichtiges zu sagen hat und ich weiß, überspringe ich das jetzt für euch, weil ihr müsst ihm nicht zuhören. Ich auch nicht. Also, sparen wir uns den Schrott. Alles klar, wir müssen zurück nach Koronia und ich werde euch quasi live hinführen. Also live mit euch den Weg nochmal gehen. Aber ich werde von dem Emulator die Geschwindigkeitsbegrenzung raushauen. Und das heißt, das Spiel läuft quasi doppelt so schnell für mich. Und ich werde Musik dafür euch abspielen. Also, wir sehen uns in Koronia. Ich
Ja, mit der Krone nicht den Weg gelaufen, hätte es perfekt gereicht. Als hätte ich es gewusst. Naja, egal. Hi. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich... Moment, ich muss ein bisschen... Ein abgesandtes eingetroffen. Vielleicht sehe ich ein Kind. Hat der Ronia, der Führer der Krone, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag der König, er soll einen richtigen Mann schicken. Fox, warum ich so schlecht gelaunt bin? Die dämonischen Kreaturen sind in Dokos Höhle eingedrungen und die Donnerblumenernte war schlecht. Zudem leidet mein Volk unter Hunger und mimimimimi. Naja, wie dem auch sei, das sagt der Goron. Wir sind zu stolz, um die Fremden Anruf zu nehmen. Genieß diese Szene jetzt einfach. Ich werde schweigen und zusehen und grinsen dabei. Nein, let's play. Yeah! Yahoo! Wow! Cooler Sound. Meine schlechte Laune ist wie verflogen. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich muss da einfach tanzen. Ich bin der Ronia. Ich bin der Anführer der Krone. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst die heiligen Steine des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch der als Kronopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in der Dongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goron, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge hin, wie die Donnerblume. Das Corona-Band. Du kannst die Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit A auf. Ja. Und Link hat es sogar am Arm. Seht ihr? Also. Dafür haben wir das Lied gebraucht.
Jetzt öffnen wir noch die Abkürzung in den Kokiri-Wald. Was ich eigentlich ziemlich interessant finde, dass wir sie jetzt erst aufmachen können, die Abkürzung. Was mich auch ein bisschen stört. So. Hi! Bye! Nee, wahre Männer schauen nicht auf Explosionen. Wahre Männer lassen einfach die Explosion hinter sich und gucken nicht hin. Cool, Geister und look at explosions. Walk, 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 walk. Sonst können wir wieder die Huronenstadt verlassen. Und The Donkos Thrill ausfindig machen. Denn jetzt. Wie sagt man so schön? Shit started to get real. So. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rechts lang gehen, dürfte ein kleiner Abhang sein. Da dürfen Donnerblumen stehen, die können wir runterwerfen. Hi! Ah, es war gut geworfen. Na? Wer ist euer Checker? Ich stehe hier, um die Donnerblumenschatten zu spenden. Möchtest du mich etwa was fragen? Nee. Ja, die Blume ist rar, sie wächst blöd. Ich glaube, es waren ein paar Sekunden noch Herzen. Egal. Ob in der Dongos Höhle. Der erste Dungeon, den ich wahrscheinlich nicht so schnell meistern werde, da wahrscheinlich komplett verändert sein wird. Ich habe irgendwie Angst. Weil jetzt wird's wirklich ernst. Den Deku-Baum haben sie quasi schon, haben sie mich schon quasi ein bisschen verwirrt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schaffe das wirklich. Die Eingangshalle sieht noch gleich aus. Aber das Problem ist so oder so, ich verwirre mich andauernd in der Dongos-Höhle. Sprich, ich finde mich hier so oder so schon nicht zurecht. Und jetzt noch unter diesen Bedingungen, der Master Quest. Ach, ja. Sieht aus, als wäre hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, ich muss auch auf mein Schild aufpassen, denn mein Schild ist ein Holzschild. Und was passiert wohl mit einem Holzschild? Richtig, es verbrennt. So, also mach die Steine hier kaputt. Wenn ich treffe. So, weil die Steine waren hier im Originalspiel nicht. Das weiß ich noch. Nichts. Den Original stand da oben so ein Teil und ist wohl ein Weglasern. Ein bisschen Details erinnere ich mich auch noch. So, diese Wand, da möchte ich auch aufsprengen. Schlecht, schlecht. Nee, Lava laufen ist was Gutes? Herr Vanikas. Mach öfters. Ist lustig. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dieser Stein da unten ist ein kalter. Ein Schalter? Wisst ihr, warum ich jetzt ein ungutes Gefühl habe? Eigentlich. Komm in die Luft jagen. Na! Um sicher zu gehen. Eigentlich geht es Teil erst später runter. Sehr viel später. Das heißt, wir können jetzt schon einen Großteil des Dungeons überspringen. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten das nicht tun. Wisst ihr? Blödes Teil! Wieder zu spät. Ich bin gar nicht da. Sobald das Teil wieder oben ist, renne ich.
Ach, heb mich hinten rum. Mann, kalter. Hat dich schon an das Piepsen gewöhnt? Ich muss sagen, ich fang's an langsam zu ignorieren. Sei was Sinnvolles. Wie könnte das mein Dungeon-Item sein? Du bist nicht mein Dungeon-Item, du bist eine Karte. Ich bin schwer enttäuscht von dir, Kollege. Okay, jetzt sehe ich auch, warum das Teil jetzt schon funktioniert. So. Was ist denn eigentlich da drin? Nur eine Kiste? Ich vermute, das ist unser Dungeon-Item. Ja, es ist blöd ranzukommen, man sieht's von Anfang an. Riesige Schatten leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Yep, das ist die Lösung des Rätsels. Wir haben nur zwei Probleme. Wie sollen wir jetzt sie zum Leuchten bringen? Und eine Fackel ging an und die Tür hat sich geöffnet. Ich kann mein Haus von hier sehen! Hier schon? Okay. Hi, Auge! Jetzt zeige ich mal, wie es funktioniert, wenn ich genug Leben hätte. Wunderbar. Guck mal, das funktioniert so! Hi! Soll ich noch mehr erläutern oder dachte ich, das gereicht? Komm, wir lesen nochmal eine Runde. Wee! 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 Reicht schon mit dem UFO. Noch ein Herz? Was soll ich mit Rubin? Dankeschön. Oh, ich kenne das Herz immer. Und wie ich es noch kenne. Mit den Rubinen. Nein, nicht listen. Wow, schau dir all diese Donnerblumen an. Meinst du, du kannst hier alle auf einmal zünden? Nee. Ist ja nicht so, als würde ich das versuchen. Hi. Das ist was für später. Ehrlich, das ist was für später. Es ist Master Quest, also muss ich jetzt mal nicht logisch denken. Oder extrem logisch denken. Wenn irgendwie habe ich das vermutet. Ganz ehrlich. Irgendwie war mir das klar, dass das funktioniert. Nun soll ich mal ein kleines Geheimnis verraten. Was? Gut. Ich weiß ja schon, wie viele Dungeons das Spiel haben wird. Oh oh. Das war wohl ein Emulator-Hänger. Ich hoffe, man hat ihn nicht wirklich gesehen. Ah! Ich hätte irgendwie Angst, dass du eine Todesfalle bist. Ich weiß ja schon, wie viele Hauptdungeons es geben wird. Also, selbst wenn mich ein Dungeon nicht kriegt, wird es immer noch ein anderer schaffen. So, ich kann euch das sagen. Es gibt 18.
Geh mir nicht auf die Pampa oder. Könntest du nicht einfach gepflegt sterben? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Dungeons sogar noch ablesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8. 8 mindestens. Sprich, wenn mich ein Dungeon nicht kriegt, also ein großer, haben ganz viele weitere die Chance, es zu schaffen. Jetzt dreh dich um, Dude. Was ist eigentlich da hinten? Ein Teil, das mir Tipp gegeben hatte. So einen wertvollen Tipp, aller nicht sterben. Ach komm. Ja. Schwenker, Schwenker, hochziehen, drehen. Komm. Ich glaube, ich muss das Teil da hinten besiegen. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal geschickt den Raum verlassen. Unter anderem, um vielleicht die Chance zu haben, dass die Herzen wieder da sind. Also. Ganz viele. Ja, so viele Donnerblumen. Möchtest du alle auf einmal hochnagen? Nee, wieso denn nicht? Nein, danke, kein Problem. Ich möchte diesen Teppich für dich nicht kaufen. Dankeschön, Navi. Du. Yep, meine so gesehene Todesfalle ist gar keine Todesfalle. So, was ist ab? Ich gebe auf, wie wäre es, wenn ich dir ein Deku-Schild verkaufen würde? Das kostet 50 Rupien. Ja, das schon später. Was ist dann das Rätselslösung? Ich habe nicht alle Rubine eingesammelt. Hm. Ich zeige euch was. Ha ha. Du wirst immer lauter rubbeln. Ich kann mir vorstellen, was Sache ist. Wieso? Jetzt sah das übrigens gerade hässlich aus. Super, habe ich irgendwo einen übersehen? Brauche ich noch einen? Hm. Ich habe noch ein halbes Herz, ich finde es gar nicht mal so lustig. Ich listen jetzt nicht, so leid es mir tut. Meine Mutation zu listenen, wenn ich Hey höre, ist nicht besonders hoch. Mister? Und weißt du, Navi? Hm. Wenn das Geräusch hört, fehlt wahrscheinlich nur noch einer. Sei bitte darunter. Und sei da oben drunter. Wunderbar, alle 8 Kristalle, ihr habt gesehen, wo sie sind. Ihr habt gesehen, wo man sie findet.
besonnen hier. Hi, der Dongos. Das sind Dodongos. Falls euch einer fragt, so sehen sie aus. Die Taktik, sie zu besiegen, ist eigentlich relativ einfach. Hau sie, dass sie sich rumdrehen, Feuerspucken und draufhauen. Und sie explodieren. Manche der Dongos sterben auch durch eine simple Sprungattacke. Und ich glaube, es war sogar Rätselslösung, dass einer der Dongos in der Nähe der Donnerblume stirbt. Ups, ich liebe es, sich ab und zu mancher Dinge durch Zufall lösen. Sei was Sinnvolles. Was nicht Sinnvolles. Und da oben ist jetzt eine Leiter. Als Anschauungen hätte auch anders funktioniert. Ich nehme einfach die Bomben in den nächsten Raum. Wie? Oder auch nicht. Noch läuft ziemlich gut. Ich erinnere mich ein bisschen an den Part. Darf ich mal kurz ein Zitat anbringen? Was ich mir gerade denke. Kommt nicht wohin, oder? Erstens, die Fackeln schweben. Dann habe ich eine verdammt blöde Übersicht, wie der Raum überhaupt funktionieren soll. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich versuche einfach nicht dran zu denken. Ich muss es tun. Ich brauche diese Fackel beleuchtet. Und die geht garantiert erst an, wenn ich alles angemacht habe. Und die zwei Fackeln, die leuchten müssen, sind die beiden. Hier sind sogar drei Stück. Das würde im Grunde reichen, würde ich hier langlaufen, den Sprung dies hier anzünden und dann das nächste Teil hochklettern. In der Theorie. Aber in der Praxis habe ich auch drei Steinchen zum Hinschieben. Hey Leute, also wie ihr seht, habe ich hier 1 Stunde und 10 Minuten Zelda. Ist im Grunde ziemlich klasse, aber ihr seht hier dieses Teil hier. Das ist ein Teil, wo quasi der Emulator rumgezickt hat oder sonst irgendwas passiert ist. Und mit deswegen die komplette Aufnahme jetzt abgeschmiert ist. Irgendwas ist schief gegangen. Ich werde nicht reinhören. Und euch nicht zeigen, was passiert ist. Ihr seht nur, wenn ich es mache, schmiert mir das komplette Camtasia ab. Nervt mich selbst. So, also, es fehlt ein Großteil des Dodongo Dungeons jetzt. Tut mir sehr leid. Also, mich ärgert es auch, da ich jetzt quasi, ne? Das Störsignal muss in der Bearbeitung passiert sein. Also beim Speichern des Videos. Ich habe keine Ahnung,
Das hier. Hatte schon mal bei Minecraft, als das passiert in der Bearbeitung. Das Video wurde komplett einwandfrei aufgenommen. Aber beim Speichern. Ne. Wollt nicht. Also, wie ihr seht, habe ich jetzt 30 Minuten Zelda für euch aufgenommen. Die restlichen 48 Minuten fehlen. Ich werde durch den Dungeon rennen, ihn euch zeigen. Die Rätsel werde ich nicht nochmal machen können. Und ich werde in Zukunft einfach keine komplette Stunde Zelda mehr aufnehmen, sondern sowas, dass ich nach einer halben Stunde aufhören. Stört mich halt persönlich selbst. Und ich dachte halt, ja, ich kann das problemlos so lange aufnehmen, wie ich Lust habe. Anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte. Ich meine, es kann sein, dass der PC kurz rumgezickt hat und da die restlichen Teile rausgeschnitten hat. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr findet es nicht allzu schlimm. Ich habe den Dungeon noch nicht beendet. Ich bin noch mittendrin. Beziehungsweise eher gegen Ende, aber ich habe noch einiges zu rätseln. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Zelda. Bis dahin. Haut rein.